Willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Server. Hallo Fuba, was geht? Guten Tag, wie geht's dir? Wow, was habt ihr denn da alles gemacht? Alter Schwede, das sieht ja richtig krass aus. Das ist die Mitte alter Burg von den Toxiklern. Boah, Alter Schwede, das ist ja Next Level, was ihr hier macht. Das ist ja crazy. Holy moly, das sieht ja richtig gut aus. Fuba, erzähl mal, was gibt's denn alles Neues auf dem Server? Ich war jetzt ein paar Tage nicht da, aber ich habe gehört, ihr habt uns gut beschützt hier. Es ist sehr viel passiert. Sehr viele Clans haben uns angegriffen, vor allem auch die Burg, in der wir gleich einmal reingehen werden. Und warte, ich hab ein paar Geschenke für dich. Oh, Geschenke nehme ich immer natürlich gerne an. Zu verteidigen können, du weißt, ne? Ja, das ist immer ganz schlimme Sachen hier. Okay, nehme ich auf jeden Fall alles mal mit hier. Sieht auf jeden Fall schon sehr wild aus. Wir ziehen uns hier direkt mal an. Okay, das ist sehr, sehr krass. Und ein Nether-Schwert sogar. Okay, damit kann mich einfach niemand mehr besiegen. Okay, krass. Aber erzähl mal, was ist denn passiert? Gab es irgendwelche Streits? Haben wir irgendwelche Beefs angefangen? Ja, unser Schwester-Clan hat uns so ein bisschen betrogen. Du weißt, wir haben einen kleinen Fight geführt, haben den auch gewonnen. Okay, krass. Und wir hatten uns gedacht, dass wir hier eine Burg bauen, dass wir auch ein bisschen sicher sind. Du weißt, so mit hohen Wänden und allem drum und dran. Mal einfach mal reingehen mit dir. Würde ich auch sagen. Aber weißt du noch die allererste Folge, wo ich gesagt habe, wir müssen auf den Schwestern-Clan aufpassen? Ich habe das schon gespürt. Ich sag's dir. Aber die Burg sieht hier schon richtig, richtig krass aus. Also die ist noch im Bau. Ja. Das ist nämlich das Ziel von der Folge heute. Denn wir werden ihn hier completen. Wow. Okay, krass. Das ist nämlich der Beacon und heute ist das Ziel, in den Nether zu gehen, uns Nether-Köpfe zu holen und einen Endboss vom Game zu töten, nämlich den Wizard. Okay, das ist krass, aber das kriegen wir zusammen mit dem Toxico-Clan safe hin. Okay, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine krasse Mission. Okay, ich bin mal gespannt, ob wir das hier hinkriegen, aber ich bin schon richtig gespannt auf die nächste Folge auch und zu sehen, wie das dann hier auf jeden Fall alles weitergebaut ist. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum Nether. Haben wir hier ein Portal? Ja, ich sehe schon, hier ist ein Portal. Ich habe gehört, Fire kommt auch mit? Jo, ja, sehr gut. Mit. Let's go, Fire. Wir machen das hier zusammen. Okay, 3, 2, 1, let's go. Nein, noch. Okay, das heißt, wir suchen jetzt hier zusammen eine Festung, habe ich gehört, ne? Genau, Dias. Wir müssen mal gucken. Ich hätte gesagt, du kommst mal mit mir hier einmal lang mit. Ja, musst ein bisschen aufpassen. Ja, ich würde sagen, ich habe vielleicht noch einen richtig krassen Plan. Wollen wir uns... Vielleicht, aber wir bleiben zusammen auf jeden Fall, ne? Ja. So, okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal suchen. Oh mein Gott, das sind so krasse Gegner auch noch hier. Also es sind auf jeden Fall viele Sachen, auf die wir achten müssen. Gut, dass wir auf jeden Fall sehr gute Rüstung haben, sonst wird das hier richtig schwierig werden. Okay, ich bin mal gespannt, ob wir jetzt hier eine Rüstung finden, also eine Festung finden oder nicht. Aber ihr merkt schon, der Boden ist auch crazy. Ey Leute, wir suchen jetzt schon eine ganze Weile hier, aber wir haben immer noch keine Burg. Wir müssen jetzt unbedingt mal anfangen. Ey, wir werden hier angegriffen. Schafft ihr das? Pass auf, ihr dürft euch gegenseitig hauen. Okay, warte mal, hier ist doch eine! Hier ist eine. Hier ist. Oh mein Gott, wir haben einen gefunden! Fuba, wo haben wir uns rüber? Ganz langsam rein. Hier ist ein Blaze-Spawner. Hier spawnen die. Ja, genau. Aufpassen. Okay, und die brauchen wir, ne? Die bauen wir nicht, aber die sind auch gut, weil daraus können wir Tränke bauen. Okay, cool, das ist nice. Okay, das ist cool. Dann lass uns weiter tun. Jetzt musst du mal genau verraten, was wir jetzt hier suchen von denen. Diese Monster oder. Wir gehen hier lang und es werden ab und zu mal, das werden wir gleich gucken, so schwarze Skelette spawnen, die uns nämlich bestimmte Köpfe geben, ja, die wir brauchen. Alles gleich verteidigen uns hier noch ein bisschen. Ja. So. Okay, wir haben auf jeden Fall viele Spawner hier auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz gut, nehmen wir mit. Jetzt müssen wir noch warten, ob wir die Dingens kriegen. Ob wir die Köpfe kriegen, dann easy going. Denn wir brauchen noch einen Kopf, hast du gesagt, oder? Genau, ein Wizard-Kopf brauchen wir und dann wären wir fertig und könnten den Wizard spawnen. Sehr cool. Und können die auch neben der Burg und so spawnen oder sind die immer nur in der Burg? Na, auf der Burg können sie überall. Okay, gut, dann bin ich hier auf jeden Fall ich bin mal hier ein bisschen am Rumlaufen und suche auf jeden Fall welche. Ey, wie krass, okay, deren Köpfe brauchen wir jetzt, ne? Oh mein Gott, der hat mich vergiftet. Schade. Okay, schade, nicht gedroppt, nicht schlimm. Du kriegst jetzt einen Effekt. Also die machen auch ganz guten Schaden, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Ja. Aber wir müssen nur ein paar killen und dann könnten wir ihn bekommen. Das ist sozusagen mit Glück verbunden. Ja. Okay, aber den brauchen wir auf jeden Fall. Okay, seinen Kopf, den finden wir jetzt auf jeden Fall. Den holen wir uns. Guck mal, wie sieht's aus? Bist du schon dabei? Oh, ich habe einen wieder gefunden. Ich probiere den zu killen. Ja, okay, ich habe auch einen. Okay, bei mir ist nichts gedroppt, schade.
Ja, es hat gedroppt. Was? Den dritten. Okay, Junge, ich komm zu dir. Du musst mir den zeigen. Was? Zeig mir den, ich muss den sehen. Als Ja, ob. wie Zeig mal den im Kopf. hatte ich stehen hin? Ja, was? Okay, wie cool sieht der denn aus, Alter? Okay, nice. Jetzt aber ab nach Hause. Ich würde sagen, die Mission kann starten, Leute. Denn jetzt kommt ein krasser Fight. Und wir gucken mal, ob wir den jetzt schaffen. Let's go, alle Homebase. Auch noch. Ja, wir brauchen desto mehr Leute, wir sind, desto besser. Weil ihr wisst ja, das sind starke Gegner, die wir jetzt hier brauchen. Aber nochmal, ey Leute, was? Wie krass? Schreibt auch gerne in die Kommentare, wie krass ist bitte unsere Base jetzt gerade mit den zwei Charakteren. Ich bin froh, wenn das fertig ist, wie das dann alles aussehen wird. Das ist crazy. Ich freue mich schon. Okay, Leute, wir machen jetzt hier die Köpfe drauf. Oh mein Gott, das wird so schwierig werden. Ich habe ein bisschen Angst, Leute, aber. Oh mein Gott, das Okay, war! vielleicht kann ich ihn. Aufpassen, gleich wird er anfangen zu fighten, Okay, wir wenn die Bahn aufpassen. oben fertig gelandet ist. Alter Schwede, der sieht so stark aus da. Ne? Okay, Diaz, renn! Rennen, warum denn rennen? Ich check gar nichts mehr. Was geht hier ab, Leute? Wir müssen auf ihn. Mit Bogen oder was? Ja. Schön reinschießen. Mein Gott. Ich check gar nichts mehr. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ja, ich hau ihn ab mit Bogen. Ja. Boah, der ist so stark, ne? Ich habe aber auch Ja. fast kein Leben mehr. Das ist ja richtig krass, was der für Damage macht. Und ich bin nur Ist so. vergiftet. Okay, Okay, Nahkampf. jetzt müssen wir nachkommen. Jetzt nachkommen. Nachkommen. Alles gut, ich habe ihn. Wir machen guten Damage zusammen. Super, lauf weiter. Du schaffst das. Ja, You made it, you made ja. it, you my man. Immer weiter, immer weiter. Unbedingt was essen. Super, lauf weiter, du schaffst das. Ja. Ja! Ja. Ja! Wichtig! Der war sehr stark. Okay. Uff. Leute, Geht. das war. Wir sind die besten, Leute. Die Toxic Clan hat es natürlich wieder mal geschafft hier. Okay, dann guckt mal einmal, wer den Nether-Star hat. Das ist nämlich das, was der Wizard hat. Oh, ich hab den Nether Star. Let's go! Was soll ich dann machen? Soll ich dir Ja den gut, dann überreichen? kannst du gern machen. Wir gehen nämlich jetzt zu Base und craften den Beacon und dann haben wir tatsächlich den Okay. Beacon. Fuba. Ja. Stell dich vor mir. Ich möchte dich im Namen der ganzen Toxic Clan ehren mit dem Netherstern des Jahres 2024. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Perfekt. Ja, wir sind wahrscheinlich auch, die ist tatsächlich der erste Clan, der diesen Beacon bekommen wird. Ja, logisch. Ah, Okay. aber ja, krass. Okay, let's go ab nach Hause. Also, Diaz, wir gehen jetzt einmal zum Beacon hin und dann Ja. werden wir den draufpacken und dann kriegen wir nämlich Haste, so, wodurch wir schneller abbauen können im ganz großen Bereich hier. Das heißt, wir werden noch stärker in unserer eigenen Burg. Krass, Junge. Und halt machen wir hier auch nochmal den Fighten hin. Dann können wir auch nochmal, weißt du, ich meine, kann auch niemand mal uns Stärke tun wir noch hin. Wir sammeln noch 50 Stück davon, keine Sorge. Ja. Okay, Okay. 3, 2, 1. Er ist platziert. Jetzt. Ah, Junge, krass. So, der Beacon ist jetzt aktiviert. Wir haben jetzt Regeneration und Eile 2. Das heißt, du kannst schneller abbauen, Dias. Du kannst einmal austesten, ob Tschüss. es Alter, geht das geht. schnell. Sorry Leute, Jungs, ich mache hier mal die ganze Base kaputt irgendwie. Holy shit, ist das schnell. Okay, Das ist das sehr, ist sehr gut. krass. Jetzt können wir mal noch viel schneller unsere Burg bauen und sowas. Okay, das ist crazy. Ziel ist für heute erreicht, Dias. Und was ganz wichtig ist, die Leute müssen auf jeden Fall einmal das Video liken, abonnieren und. Oder was sagst du? Würde ich auch sagen. Auf jeden Fall, lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da, wie Fuba gesagt hat. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.